Sie lehnen das Europäische Parlament per se ab, wollen es sogar abschaffen. Liegt das grundsätzlich am System oder liegt es an den Erfahrungen, die Sie in den letzten Jahren gemacht haben mit den Berichten um Lunacek, Estrella, Suber, die verschiedenen Abtreibungs- und Gleichstellungsberichte? Nein, das ist eine Konsequenz der Reform, die wir für die Europäische Union verlangen. Wir sagen, dass das eigentliche Entscheidungsgremium der Rat bleiben muss, weil dort sind die den nationalen Parlamenten gegenüber verantwortlichen Staats- und Regierungschefs drinnen, die demokratisch gewählt sind. Dass der Europäische Gerichtshof weg muss, weil das ist der Motor der ganzen Fehlentwicklungen. Da beruft man sich dann immer auf Entscheidungen. Das Europäische Gericht hat das und das entschieden, da können wir nicht anders. Es wird also über ein nicht einmal demokratisch legitimiertes Gremium von Richtern, wird ganz nach amerikanischem und angelsächsischem Regelwerk wird Politik betrieben. Und wir verlangen die Reduktion der Kommission auf ein reines Verwaltungsvollzugsorgan ohne Initiativrecht und ohne eigenes Normgebungsrecht. Das heißt also, damit würden auch diese ganzen delegierten Rechtsakte wegfallen. Und dann eine derartig verschlankte EU braucht auch kein Europäisches Parlament mehr, das sündteuer ist und das so quasi die Vorstellung offen hält, dass also, ob das eine echte parlamentarische Versammlung wäre. Sondern wir sagen, es genügt dann am Schluss einer entschlackten und verschlankten EU, dass man eventuell noch eine Delegiertenversammlung hat, wo die nationalen Parlamente aus ihren Reihen selber Abgeordnete hinschicken, damit man sich vielleicht die in den nationalen Gesetzgebungen das eine oder andere akkordiert, vorher berät und abspricht. Aber mehr braucht es nicht. Und deswegen ist dieses Parlament, so wie wir uns die Verschlankung der EU vorstellen, am Schluss überflüssig. Die niedrige Wahlbeteiligung bei den EU-Wahlen zeigt ja auch, dass für die Menschen offenbar Brüssel und Straßburg sehr weit weg sind. Ja, nicht nur örtlich, sondern es ist ja auch innerlich weit natürlich, weg. Ja. Mental bringt der Wähler damit zum Ausdruck, dieses Geschehen interessiert uns nicht. Wir sind im Grunde dagegen. Das ist ja eine Form der Verweigerungshaltung. Nicht zur Wahl hinzugehen, bringt ja auch zum Ausdruck, ich will hier nicht mittun. Das heißt also, und die Wahlbeteiligung sinkt ja permanent in allen Ländern. Sodass also der Wähler damit zum Ausdruck bringt, mit diesem Geschehen will ich nichts zu tun haben. Und das ist ja auch ein klares Signal, das man einfach bisher aber konsequent ignoriert.